Die Füchse haben eine neue Heimat. Pünktlich zum Saisonstart der Profis wurde das neue Trainingszentrum Füchsetown eröffnet. In der Lilli-Hennoch-Halle auf dem Gelände des Sportforums trainieren ab sofort alle Teams von der C-Jugend bis zur Bundesligamannschaft. Und das unter hochprofessionellen Bedingungen. Ein hochmodern ausgestatteter Kraftraum sowie Physiobereich wurden komplett neu gestaltet. Das Internat ist nur knapp 200 Meter von der Halle entfernt. Optimale Bedingungen, um Leistungssport zu betreiben. Jungprofi Fabian Wieder nutzt die kurzen Wege. Schon Segen, also ist natürlich perfekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel lange Schule habe, dann mache ich echt nicht weit. Also kann ich jedes Mal da zum Training laufen. Und jetzt, wenn ich den Zahlkreis jedes Mal fahren müsste, das würde ich gar nicht schaffen, auch von der Schule und alles her. Und deswegen ist es schon für mich echt ein super Vorteil. Zum ersten öffentlichen Training kamen rund 200 Fans und sahen die ersten Schritte der Profis nach der Sommerpause. Insgesamt 6 neue Gesichter begrüßte Trainer Dago Sigurdsson auf der Platte. Mit Volker Zerbe aber auch einen neuen Sportkoordinator. Er soll die Verzahnung der Nachwuchsabteilung mit der Bundesligamannschaft noch weiter vorantreiben. Der 45-Jährige schwärmt bereits jetzt von der neuen Füchseheimat. Ich will aber sagen, es ist hier was Einzigartiges geschaffen worden. Das ist wirklich fantastisch. Kurze Wege, die gerade Nachwuchstalente haben wirklich alles unter einem Dach. Das ist sehr wichtig. Sie haben keinen Zeitverlust. Sie haben auch da dementsprechend Zeit zu regenerieren. Genauso für die Schule eben auch noch zu tun. Und denn wir müssen darauf achten, dass gerade dieser Weg auch gegangen wird. Und das wird optimal hier auch erledigt. Das ist sehr wichtig, quasi dual auszubilden auch. Und vor allen Dingen auch für sie als Persönlichkeitsentwicklung. Darum ist das wirklich ein Riesenschritt hier, dieses Füchsetown. Und wir können stolz darauf sein. Mit dem Projekt Füchsetown ist für Geschäftsführer Bob Hanning ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen. Profis und Jugendspieler unter einem Hut. Wir können, dass die Profis sehen, dass sie auch für eine Idee spielen, nicht für eine GmbH, und die jungen Spieler die Möglichkeit haben, von den Großen zu lernen, die Großen durchaus mal die Möglichkeit haben, ins Training der Kleinen zu gehen und ihnen doch eine Menge an Technik und Taktik auch mit zu vermitteln. Und ich glaube, dieser enge Zusammenschluss dazu, die Situation Internat und SLZB, sprich das Schul- und Leistungszentrum Berlin, alles auf 50 Meter Lauffläche zu haben, das ist natürlich schon ein Traum. Und darauf sind wir natürlich sehr, 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 sehr stolz. Und die Füchse Berlin haben auch nur die Möglichkeit, über Familie weiter in dieser Form Spitzenhandball zu gewährleisten. Um das sicherzustellen, muss in den nächsten Wochen erstmal richtig trainiert werden, damit die kommenden Aufgaben gemeistert werden können. Das neue Trainingszentrum der Füchse bietet dafür beste Voraussetzungen.